Am Samstagnachmittag lud ORF Niederösterreich-Moderatorin Birgit Perl zum Star-Talk nach Rührsdorf ins Heurigen-Lokal vom Bürgermeister Polz. Hier wurden die Künstler in gemütlicher Atmosphäre der Presse vorgestellt. Und ich bitte jetzt um einen großen Applaus für Beatrice Egli, Linda Hesse, Disea, Ella Henderson, Lerno, Tom Gebel, Gilbert, The Baseballs, Heidhaus, José Valdez, Chico and the Gypsies, die Boxrocker Sisters und Solo zu viert. Linda Hesse, ein Star in der Starnacht in der Wachau. Wie gefällt es Ihnen in der Wachau? Ich singe ja mein Lied Verbotene Liebe bei der Starnacht und ich glaube, es war keine verbotene Liebe, die ich hier entdeckt habe, sondern es wird eine ganz offizielle werden. Ich werde hier gerne wieder herkommen, auch ohne die Starnacht und einfach ein paar Tage demnächst hier ausspannen, glaube ich. Es ist wunderschön. Wir haben hier Solo zu viert. Was kann man sich darunter vorstellen? Vier Liedermacher, die sich zusammengeschlossen haben zu einem großen Projekt. Und was für Musikrichtung hört man da? Traditionellen Austropop, Mundartgesang mit Gitarren, wie man es sich vorstellt. Und wie war das jetzt in der Starnacht, wenn man da jetzt in der Wachau bei so einer tollen Kulisse auftritt? Ja, großartig. Ich meine, es ist natürlich, abgesehen von der Veranstaltung an sich, ist natürlich die Gegend unglaublich schön. Und nicht zu Recht hat diese Gegend so einen Ruf, sondern großartiges. Und wie gefällt es den Solo zu viert persönlich in der Wachau? Ja, ausgezeichnet. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin heute oder gestern schon zum ersten Mal da in dieser Gegend. Es ist wunderschön. Das heißt, wir werden Sie wiedersehen? Auf jeden Fall. Also da haben wir schon gesagt, da werden wir wiederkommen. Und eine kleine Kostprobe für TV Waldviertel a cappella. Können wir machen. Was du? Ja. Einen Grundton? Er hat einen Grundton. Er hat immer einen Grundton dabei. Das Licht ist angeht, wenn du lachst, was immer du da mit mir machst. Sieh der Zauber da mit mir, siehst mir wie Ramotten hin zu dir. Wir haben eine, jetzt hätte ich gerade gesagt, eine kleine Gruppe, aber von der Körpergröße, die Boxrucker Sisters aus dem Mühlviertel. Was singt ihr für Richtung? Wir machen Popmusik im Dialekt, also im Mühlviertler Dialekt. Und wie ist das da bei der Starnacht? Was ist das für ein besonderer Flair in der Wachau? Ja, so viele Stars, so ein schönes Ambiente, so viele Musiker und Musikerinnen, das ist echt ein Traum da. Und wie gefällt es euch persönlich da in der Wachau? Es ist extrem super, wir sind ja voll die Fans von der Wachau, weil wir immer die Feelinge aus der Wachau geschaut haben, früher. Und deswegen kehrt unser Herz eigentlich ein bisschen daher. Ich habe ja gestern schon das Vergnügen mit dem Oberseher gehabt. Jetzt, was gefällt euch in der Wachau? Alles. Also ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Es war einfach allein das Bild, wenn du auf der Bühne stehst, auf der Starnachtbühne. Man vergisst teilweise, an mir ist gestern so gegangen, dass man auf Singer vergisst, weil das rundum und umschauen, eure Gegend da, die Leute da, der gute Wein natürlich, es ist ja alles. Für die Maria. Es ist einfach alles ein Traum. Und ich fühle mich sehr wohl bei euch, muss ich sagen. Sehr wohl.